Als ob du in der Situation jemandem deine Karten leihen würdest. Ja, ich weiß auch nicht. Herr Chef ist ziemlich verachtenswert, oder nicht? Herr Chef. Vielleicht kannst du aus dieser Karte etwas Nutzen ziehen. Ich habe eher so das Gefühl, wir werden ein Duell wieder mal starten müssen, das wir wahrscheinlich 15 Mal restarten, aber egal. Du hast dir die Karten geliehen und dein Deck war vollständig. Jetzt duelliere dich mit dem Chef. Sure, alle Systeme gehen. Das kann ja wieder nur eine zweistündige Aktion werden, zu versuchen mit dem Guffeldeck, das uns vom Spiel geschenkt wurde, ein ernsthaftes mehr oder weniger Deck zu besiegen. Der hat dieses ekelhafte Kettendeck, ne? Ah, du bist zurück und bereit! Naja, ja, wir haben ja keine Wahl. Ich werde es genießen. Ich bin mir sicher, du genießt es, mit einem mehr oder weniger normalen Deck gegen random Zusammenwürfelung von Guffelkarten anzutreten. Gib aber bloß nicht während des Duells plötzlich auf. Schauen wir mal. Gegebenenfalls muss ich zwischendurch resetten, weil wir das Duell neu starten müssen, aber gucken wir mal. Los, Takasu C! Gegen den Bund der Häftlinge. Das ist unser Deck. Bund der Häftlinge. Und wir dürfen nicht anfangen. Kann man sich nicht mal mehr die Karten ansehen? Nein. Es existiert kein Deck-Editierungsmenü, solange wir nicht unser eigenes Deck haben. Wahrscheinlich, um Probleme mit dem System zu vermeiden. Eisenkettenmechaniker. Ja, großartig. Man kann schon fast damit arbeiten, was wir hier gezogen haben. Nichtsdestotrotz, optimal ist es nicht. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge deinem Gegner 300 Punkte Schaden zu. Außer Eisenkettenmechaniker, diese Karte kann im Spielzeug nicht angreifen. Wir nehmen mal die Wand der Illusionen und spielen mal den TT für den Fall eines Falles und dann ist erstmal gut. Schauen wir mal, was er so hat. X selber Erbellung. So. Könnte man eine Synchro Summon machen, aber tut er nicht. Wand der Illusionen! Kettenexplosion. Ach, das ist halt seine ATK jetzt, ne? Na gut, aber das zerstört trotzdem die Kettenexplosion, gibt ihn auf die Hand zurück. Und tschüss. Der Bellum hat halt auch 1-6, was doof ist. Ach Gott, der Bellum nimmt uns ja auch noch die Handkarten ab. Ugh. Naja, Pinguinsoldat war jetzt zum Glück halbwegs unwichtig. Seriously? Ach Gott. Ja, okay, Goblin Angustoppe. Na, passt schon. Wir brauchen aber Zylinder für die nächste Runde, weil Erbellum muss sterben. Never mind. Gut, dass wir noch einen TT haben. Haben wir uns Zeitzauber ins Deck gepackt. Ah! Jerry? Okay. Ja, TT. Okay, zum Glück haben wir noch einen Drill. Stufenbeschränkungsgebiet. Seriously? Die geben uns ein random Guffeldeck und der Gegner spielt Stufenbeschränkung. Tja, wie fies muss man denn sein? Das ist ja Folter. Ja, wir haben einen Zeitzauberer im Angriffsmodus. Zeitzauberer, 500 ATK! Oh Gott. Wie sollen wir denn da jemals durchkommen, jetzt wo da einmal Stufenbeschränkung liegt? Das ist ja mega mies. Giftkette, was? Während der Endphase deines Spielzuges, falls du nicht angegriffen hast, kannst du deinen Gegner die oberste Karte in Höhe der Eisenkettenmonster die Kontrolle von seinem Deck auf den Friedhof legen lassen. Okay. Tja. Ich hätte gerne, dass unser einziges Monster, das momentan angreifen kann, noch nicht stirbt. Das ist gut. Schwerer Sturm. Weg damit. Timely Heavy Storm. Okay, dann drehen wir den in die Verteidigung um und attackieren mit Zombierer der Dunklen. Du kaputt! Zombierer Bauer!
Leere Zombiere dann auf 1,9 runter. Good old Zombiere. Kann die Lebensmutter nicht direkt angreifen, verliert 200 ATK jedes Mal, wenn sie ein Monster killt. War mal ein beliebtes Monster. Zu der Zeit, wo 1,9er noch kein großes Ding waren. Nur 1,9er Monster. Das hat inzwischen halt an Nützlichkeit extrem abgenommen und wird eigentlich nicht mehr gespielt. Nee, okay. Schwerdrachen. Zombira kam ja auch im Manga in einer Nebenstory vor. Okay, hab den Manga nicht gelesen. Okay, Verteidigungsposition. Stunden später, die KI kann nichts machen. Freut mich. DD-Krieger. Ich wollte eigentlich auf die Endphase gehen, aber hab nur einmal klicken angenommen. Tick-Tack, Runde 2. Dum-di-dum. Und wieder die komische Giftkette. Ja, okay. Also, wird er angreifen? Ja, er wird angreifen. Er möchte seinen Eisenkettenmechaniker nicht mehr. Gut, ist mir recht. Da war so ein Junge in Yugis Klasse, der sich eine Zombira-Maske aufgesetzt und nachts Rowdies verprügelt hat. Okay. Ja, dann spielen wir noch Rillroyd aus, ne? Und hoffen mal, dass wir so langsam sich endlich wieder angreifen dürfen. Jesus Christ. Gott, erst Stufenbeschränkung Gebiet B, dann verräterische Schwerter. Und das, wenn wir so ein Guffelding spielen müssen. Mit dem ganzen Stalling und Removal. Und jetzt kommt dann mit der Spiegelkraft. Okay. Alter Vater! Stallkäfig des Albtraums! Und Giftkette. Verboku, werde hier nicht gewollt. Magic Jammer könnte tatsächlich nützlich sein bei dem Kerl. Tick-Tack, Runde 1. Ich bin gespannt, ob wir jemals angreifen dürfen. Bis der Stahlkäfig durch ist, hat er wahrscheinlich Gravity Bind gezogen. Da ist ein Cap-Mechaniker. Okay, thanks. Ich kann leider nicht lang im Stream bleiben, bin nur kurz hier, um einen schönen Abend Stream zu wünschen, das freut mich. Guten Abend, Alex. Ja, dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend, was auch immer du heute Abend noch vorhast. Hast du denn noch Zeit, uns von deinen Plänen zu erzählen, oder musst du ganz schnell weg? So, Starkäfig ist weg, aber er hat drei Handkarten. Mal gucken, ob er den nächsten hat. Theoretisch habe ich zumindest einen Magic Jammer, wenn er noch einen haben sollte. Und? Ja, noch so ein Ding! Nope, 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 nope. Wir jammern für Oka und spielen gleich die nächste magische Störung. Das ist doch nicht wahr! Also, ja, da war unser letzter Staubtornado. Das war's. Wir sind wahrscheinlich... Heavy Storm. 1, 2. Wir können wahrscheinlich auch aufgeben. Es ist gelaufen. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Das war die einzige Möglichkeit, wie man gegen Deckzerstörer-Deck verlieren kann. Zumindest gegen so ein scheiß Deckzerstörer-Deck. Gibt dem Spieler ein Deck, das so schlecht ist, dass man dagegen nichts machen kann. Magic Mallet wäre sowieso Mist gewesen. Ah, wir haben Breaker im Deck. Thank God. Okay. Wir sind nochmal gerettet. Kurz AFK, muss mich über neue Regelungen der Regierung für meine Arbeit aufregen. Ah, okay. Viel Spaß. Was haben sie denn gerade frisch geregelt? So, Friedensbote. Zack, weg.
Wunderschön. So, dann räumen wir doch mal ein bisschen auf da drüben. Zunächst hätten wir da ein 0-Death-Monster, aber ich glaube, das können wir nicht ausnutzen. Ab Montag im Regelbetrieb. Ach schön, herrlich. Okay, ja, schade eigentlich, aber okay. Mr. Speerdrache, du killst diesen Empfängerkrieger. Auch wenn das nicht optimal ist vom Damage her. Zombira, du killst diesen Eisenkettenmechaniker. Du kaputt. So, Breaker, du killst diesen Eisenkettensprenger. Der sich sowieso nicht wehren kann. Und dann hätten wir da noch ein Death Monster. Das ist was für Drill Rides. Das ist eine Eisenkettenspule, die wird von Drill Rides Effekt gedrillt. Und dann haben wir das Feld da hinten erstmal erfolgreich aufgeräumt. So, schon besser. Riesenrattige Top Decks. Boah. Das ist natürlich doof. Das killt dann unseren Speerdrachen. Ich würde mich jetzt über noch ein Monster freuen, ansonsten opfern wir jetzt zum Bira. Oh! Oh! Oh, das Herz der Karten ist auf unserer Seite. Das, ja, ist mal eine Seltenheit. Cyberding Alligator, los geht's! Ach, wunderschön, wir haben ihn im ersten Versuch gekillt und sind nicht decktot gegangen. Oh, das wäre auch schlimm geworden. Hiergegen nochmal antreten. Nein, danke. Der hat schon so ein richtiges Kackdeck. Gegen sowas zu verlieren, ist echt einfach nur, wäre echt einfach nur frustrierend. Zack, bumm, gua, sagt er dazu. Und did, bete, ah ja. Ich bin mir sicher, Chefchen wird jetzt zu seinem Wort stehen und wird uns freilassen, weil, ja, wir haben das System umgeworfen. Abschaum wie du, ah. Ja, Dollar-Dollar-Lampenbonus. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, gegen den zu verlieren. Stimmt möglich. Hätten wir Breaker nicht mehr gezogen, hätte der Breaker durch seinen Effekt abgeworfen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie ein Zauberfallen-Removal im Deck gewesen wäre. Wir wären einfach decktot gegangen. Keine Chance, kein Spiel, das gilt nicht. Ich bin der Chef hier, ich kann nicht verlieren. Was mit meinem Versprechen ist? Ich erinnere mich an keine Versprechen. Hey, ihr da, holt euch diesen frechen Abschaum. Natürlich. Wer hätte das jetzt erwartet, dass er nicht zu seinem Versprechen steht? Chef, ein Duell ist ein Duell. Was? Wer war das? Ausrufungszeichen? Ausrufungszeichen? Oh, oh, Direktor Goodwin vom öffentlichen Sicherheitsbüro. Ich habe das ganze Duell von Anfang bis Ende gesehen. Du hast haushoch verloren. Auf dich so unwürdig zu benehmen. Verdammt! Ausrufungszeichen. Eine starke Schockwelle schießt durch deinen Kopf. Ein Teil deiner Erinnerung ist zurück. Ist ja schon seit ein paar Monaten nicht passiert, wa? Alles die Macht. Die Gebrandmarkten. Die Welt ist... Was ist die Welt denn? Hey, Musik von 2008, ja. Ist er nicht böse, so gehört er dem Sicherheitsdienst an. Die Bösen gehören immer den guten, Anführungsstrichen, guten Führungskräften an. Ich meine, der Typ hier ist Gefängniswärter. Gehört er dazu den Guten? Ist der guteste Charakter im gesamten Spiel, habe ich gehört. Der Chef. Na, gute Laune? Oh Mist, ich dachte, Direktor Goodwin würde nicht zusehen. Wer bist du überhaupt? Sympathischer als Chef. Das ist doch nicht schwierig, ne? Alex hat allen ihre Karten wieder zurückgegeben, wie man sieht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich dachte nicht, dich hier wieder anzutreffen. Du bist ein Flüchtling von Satellites. Ich hätte nie gedacht, dass du ein so guter Duellant werden würdest. Ja, das ist fantastisch. Das ändert einiges.
Er redet mit sich selbst. Wären ohne dich niemals hier rausgekommen, Alex. Die konfiszierten Karten und dein D-Runner wurden nicht zurückgegeben, oder? Was? Im Sicherheitslager? Die Karten und der D-Runner sind dort? Danke für den Tipp. Ich mache mich gleich auf den Weg. Dann müssen wir garantiert wieder Kisten schieben. Hey, warte! Ach, Bolt. Lass mich dir zumindest angemessen danken. Ich bin dir so dankbar. Pass auf dich auf. Außerdem gebe ich dir das hier. Nimm's mit. Noch ein provisorisches Deck. Nein, es ist Ushioni! Oh Gott, es ist die beste Karte, die Shimon im allerersten Deck in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories in seinem Deck spielen kann. Good old Ushioni. Absolut mega nutzlos in allen anderen Spielen. Außer in Forbidden Memories. Aber wir haben jetzt Ushioni in der 5Ds-Generation. Nimm diese Ushioni-Karte und bring sie in den Laden namens Bootleg in Diamond. Zeige sie dem Ladenbesitzer und er kontaktiert jemanden namens Blister für dich. Er kann alles. Der hilft dir sicherlich. Ausgeschlossen. Es sieht permanent verschlossen aus. Ah, wir kommen nicht wieder rein. Ich bin mir sicher, wir dürfen irgendwann später wieder rein, um uns mit den Leuten da drin zu duellieren. Ja, jetzt sind wir überhaupt erstmal raus. Wir sind endlich auf der anderen Seite der Pipeline und können uns bewegen und so. Ich glaube, wir sind hier schon richtig. Daten wurden gespeichert. Und diese Bar eine schöne Atmosphäre. Willst du was Spannendes hören? Der Barkeeper hier kann keinen Alkohol trinken. Wie kann er so eine Bar führen, ob das stimmt? Er muss das Zeug ja nicht trinken, er muss ja nur ausschenken. Wäre sowieso schlecht, wenn er einen Job trinkt. Der Master. Was willst du hier? Das ist kein Kinderspielplatz. Verschwinde. Diese Karte! Du bist auch ein Duellant? Dann zeig mal ja. Okay, machen wir ein Duellpuzzle? Ich vertraue dir, wenn du drei Aufgaben richtig löst. Ach Gott, Duellpuzzle. What? But hey! No, merci! Ich kann diese Antworten nicht lesen! Bateile. Okay, wähle die Aufgabe. Kurzduell 1, 2, 3, 4, 5. Man kann an diesen Beschreibungen immer so gut sehen, was es eigentlich für Duelle sind. Ich hatte, fangen mal bei 1 an. Kann ja nur gut gehen. Ach Gott, was sind das denn für Karten? Kann ich ja ewig lesen. Eieiei. Oh, okay, also unser Gegner ist simpel. 3 Marshmallows. Wir haben 4000 LP, Gegner hat 4000 LP. Finstere Jäger. Effekt dieser Karte ändert sich in Abhängigkeit von der Anzahl an Finstern des Monsters in deinem Friedhof. Eins oder weniger. Diese Karte verliert 400 ATK. 2 bis 4. Diese Karte erhält 400 ATK. 5 oder mehr. Du kannst diese Karte auf den Friedhof legen, um alle verdeckten Monster zu zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Naturia-Ungeheuer. Solange diese Karte aufgedeckt auf dem Feld bleibt, kannst du die Aktivierung einer Zauberkarte negieren und diese zerstören, indem du die obersten 2 Karten des Decks auf den Friedhof checkst. Naturkäfer. Tausche die Original-ATK und Death dieser Karte, wann immer eine Zauberkarte aktiviert wird. Könnte 1,8 also kriegen. Friedhof sind 2 Totenkopfdiener. So ein Dunkelheitsmonster hier von wegen finsterer Jäger. Das war nochmal auf der Großzügigkeit. Ich lege 2 Karten aus deiner Hand auf dein Deck zurück. Mische dein Deck anschließend. Urknallkanone Kenver, Teil der Gerechtigkeit Blindzieher. Der Effekt eines jeden Lichtmonsters, welches gegen diese Karte kämpft, wird negiert. Okay, die Marshmallows sind Licht. Teil der Gerechtigkeit unbekannter Bre. Tja, wenn diese Karte gegen ein Lichtmonster kämpft, entferne diese aus dem Spiel und nun wäre die böse, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wurde, zerstöre diese Karte, wenn der Gegner Monster kontrolliert, verringere die ATK dieser Karte für jedes Monster auf deiner Spielwertseite um 200. Eieieiei. Okay, willkommen zurück, Miss Sunset. Wie viele waren das hier? Außerdem kannst du
doch niemanden umbringen, außer du duellierst dich mit ihm, was? Mir gefällt der Gedanke nicht, dass ein Serienmörder aus dem Gefängnis kommen kann, wenn er ein Duell gegen den Chef gewinnt. Da ist sowieso niemand drin, der es verdient hätte, eingesperrt worden zu sein, glaube ich. Also, passt schon. Okay, puh. Ich schätze, wir versuchen einfach mal was. Okay, Topf der Großzügigkeit. Dann tun wir mal hier die Gerechtigkeitsviecher in unser Deck zurück. Okay, das dreht dann auch die Werte von den Naturkäfern um. Dann können wir uns Nuwa rausholen, die wird dann zerstört. Und dann können wir uns den Urknall hier rausholen und das Ding können wir negieren. Jo. Dann sind die nämlich im Friedhof. So. Dann können wir den finsteren Jäger nämlich benutzen und dann ist der ganze Dreck da weg. So. Okay, das war gar nicht so kompliziert. Zack. Und Naturkäfer. Attacke! Did! Duellpuzzle Nummer 1. Du gewinnst. Ja, komm. Correct! Doch, ganze 100 Punkte. Ja, gut. Wir haben jetzt auch nicht so super viele Optionen. Nun... Jeder kann das, wenn er auch nur ein popeliger Duellant ist. Beantworte noch zwei. Batei! Okay, wähle die Aufgabe. Zell 2. Mach mal weiter hier, wa? In Yugo gibt's keinen Mord, die sind alle im Reich der Schatten, right? Oh, das sieht nach wenig Karten aus, könnte einfach sein. Oh, das trügt. Schwerkraftbindung immer schön, Gellendur immer schön, Turm von Babel. Wie war das noch gleich? Jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird und bei der vierten Zauberzählmarke 3000 Punkte Schaden für den, der es draufgelegt hat. Gegner nur 700 Lebenspunkte übrig. Wir haben Grass for Charity, wir haben außerdem 2600, aber wir müssen uns wahrscheinlich für Turm von Babel heilen. Upstart Goblin, Endymion, oh Gott, wie war das denn? Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören, wenn du 6 Zauberzählmarken von deiner magischen Zitadelle von Endymion entfernst, die du kontrollierst. Wenn du das tust, füge deiner Hand eine Zauberkarte von deinem Friedhof hinzu. Einmal pro Spielzug kannst du eine Zauberzählmarke abwerfen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Uff, okay. Hey Sternkaiser! Ich weiß nicht, wie lange du schon da bist, aber ich glaube nicht, dir Hallo gesagt zu haben. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, und wir hatten noch Terraforming. Was können wir denn terraformen? Dann sammle deinen Geist, Endymion Zitadelle und aufschlagen. Okay. Also erstmal brauchen wir sowieso die feierlichen Wünsche. Das glaube ich außer allem. Dann terraformen wir uns mal die Zitadelle raus. Weil die brauchen wir sowieso. Ja, damit. Magische Zitadelle. So, jetzt wurde das Deck gemischt, aber oben auf ist Sammle deinen Geist am Aufschlagen. Jetzt muss ich den nochmal lesen. Jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, lege eine Zauberzählmarke auf diese Karte. Ah, okay. Dann aktivieren wir die Endymion-Zitadelle. Kling. Zieh eine Karte, Gegner wird geheilt, kann man nichts machen. Pling, pling, pling. Sammle deinen Geist. Kriegen wir ein neues Sammle deinen Geist. Pling, pling. Turm von Babel aktiviert sich. Haut uns in die Fresse. Die ganzen Counter gehen dafür jetzt auf die magische Zitadelle. Und das heißt, wir können jetzt ein Dümer in den Meistermeiger beschwören. Pling, plung. Endymion! So, ist das wichtig? Ist das wichtig? Wer denn unsere letzte Karte? Ah, genau, der braucht einen Counter, ne?
Ja, passt. Okay. So, gibt's irgendeinen Grund? Ah, okay. Der kann die... Zack. Der kann nämlich Gravity Bud mit seinem Effekt jetzt entfernen und dann haben wir Aufschlagen, um aufzuschlagen. Wunderschön. So. Okay, ist auch relativ geradlinig, aber es sind beeindruckend viele Schritte dafür, dass man irgendwie 3 Karten am Anfang zur Verfügung stehen hat. GG, du gewinnst. Das wäre dann Rätsel Nummer 2 gewesen. Piep, piep. Okay, 200. Nochmal richtig. Aber das könnte Glück gewesen sein. Beantwortet noch eine. Ja, zugegebenermaßen. But hey! Okay, wähle die Aufgabe. Halt weiter zu 3. Wir müssen sowieso im Endeffekt alle machen. Also, whatever. Ach du Schande. Oh Gott. Die Effekte kenne ich doch alle nicht mehr. Ja, okay, die kenne ich. Ja, das könnte lange dauern. Ja, achso, das sind XYZ-Drachenköpfe. Die werden vom Böde des Mächtigen runtergehalten. Er hat noch 3000 Lebenspunkte. Wir haben Stachelschrauben, Igel. Kräfterauben, Regeki-Brecher, letzte Angriffsbefehle. Die liegen in der Verteidigung, ne? Ja, die liegen in der Verteidigung. Wir haben kein Deck, ein MST. So, dann die muss ich aber nochmal lesen. Turbo Booster! Falls du in diesem Spielzug einen Monster als Normalbeschwörung beschworen hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um einen Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert, das in diesem Spielzug mit einem deiner Monster gekämpft hat. Moment, nochmal. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, um einen Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert, das in diesem Spielzug mit einem deiner Monster gekämpft hat. Okay, muss aber auf dem Feld dafür sein. Tempokrieger. Während deiner Battlephase des Spielzuges, in dem diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wurde, kannst du die Grundattacke bis zum Ende der Battlephase verdoppeln. Grümpeldümpel. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein Monster der Stufe 2 oder niedriger Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Verteidigungsposition beschwören. Der Effekt des Monsters wird annulliert. Das ist halt der Grümpeldümpler. Ja, und dann noch den Stachelschrauben-Igel. Falls ein offenes Empfängermonster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Falls diese Karte auf diese Weise beschworen wurde, entferne sie aus dem Spiel, wenn sie vom Spielfeld entfernt wird. Ja, okay. Ach, ein Goyo-Wächter. Außerdem Rotdrachen-Erzunterwäldler und der kolossale Kämpfer. Ach, die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Wie war das nochmal? Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, haben wir... Zerstöre nach der Schadensberechnung alle Monster in Verteidigungsposition. Während deiner Endphase zerstöre alle anderen Monster, die du kontrollierst, die in diesem Spiel so nicht angegriffen haben. Namen Kevin, herzlich willkommen. Ich muss gerade mal puzzeln. Diese Karte hält 100 ATK für jedes Monster von Typ Krieger in allen Friedhöfen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre ein Monster von Typ Krieger als Spezialbeschwörung aus dem Friedhof eines beliebigen Spielers. Ein Goyo-Wächter, damit kriegen wir den Gegner zu uns, aber... Okay, wie kriegen wir daraus 3000 Punkte Schaden? Zwei hatten. Wir den Junk Warrior. Hier den Grümpel-Synchronisierer holen. Können wir vorher was abwerfen und Regeki Break benutzen? Das macht keinen Sinn. Hart. Wir haben Duellrätsel gefunden. Ja, wir müssen gerade Duellrätseln. Und ich glaube, ich habe eine Idee. Wir benutzen erstmal Regeki Break. Und dann können wir nämlich hier den
Tempokrieger abwerfen und tun mal die Bürde des Mächtigen eben weg. So, dann können wir nämlich hier Junk Warrior beschwören. Und den Effekt dann auch hier für Tempokrieger. Wollen wir, ja doch, klar, für Tempokrieger nutzen. Jetzt hätte ich fast die Effekte verwechselt. Tempokrieger. So, dann holen wir uns das andere Viech nämlich aus dem Friedhof hier rüber. Nein, holen wir nicht. Komm raus da. Jo. So, dann können wir noch den Turbo Booster dazu beschwören, weil das sein Effekt ist. So, dann haben wir das Feld nämlich schon mal voll. Reicht das vom Wert her? Mathe ist ja meine große Stärke, aber schauen wir mal. Ja, kolossaler Krieger. Gucken, wie kolossal das funktioniert. Zack, zack. Kräfte rauben. Beep. Nö. Letzte Angriffsbefehle. Bumm. So. Ich glaube, wenn ich auf die Stadt auf dem Friedhof gelegt wird, beschwören und so. Im Friedhof gilt Skill Drain ja dann nicht mehr. Ne? So, dann greifen wir damit jetzt an. Selbst zurück. Wird schon klar. Oh, richtig, richtig. Wir müssen den. Okay, never mind. Der Skill Drain. Right, passt doch. Ich denke gerade, aber wie kriegen wir diese 200 Punkte Schaden? Aber klar, der Skill Drain. Wir haben ja ein MST. Okay, never mind. Alles ist gut. Das reicht genau. Okay. Ja. Okay. Kolossaler Kämpfer. MST, dann killen wir nämlich unseren Skill Drain. Zack, bumm. Und dann hat er nämlich genau die 3000, weil er jetzt den Boost von den zwei Kriegern in unserem Friedhof kriegt und das war's. Okay, du gewinnst. Das Rätsel ist einfach. Ja, gab so ein paar kleinere Fake-Outs halt mit dem Drachen, der halt auch alle XYZs in einem Schlag hätte killen können, aber da hätte man viele andere Karten nicht brauchen können und da hätte man auch kein gutes Monster mehr zum Lebenspunkte auslöschen gehabt und ja. Der Gohe-Wächter, der Sachen übernimmt, klingt halt auch erstmal verführerisch.